5. November 2038, 23.21 Uhr. Ah, der Glückspenny, da wissen wir direkt, wer wir spielen. Unseren guten RK800 oder auch Connor, mein Liebling, in Jimmy's Bar. No Androids allowed. Wir werden doch nicht etwa die Regeln brechen. Doch werden wir. Connor ist nämlich ein ganz harter Ermittler. Finde Lieutenant Anderson. Scanne die Gesichter. Okay, wir suchen Lieutenant Anderson und sollen Gesichter scannen. Ich bin negativ. Myers Derek. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Ja, ich weiß. Das ist nicht so unbedingt die Begeisterung in Person. Moment, wer bist du? Och, PlayStation, mach mal ein bisschen leiser jetzt. Dieses ganze... Vorstrafen, Alkohol, Drogen am Steuer. Man kann die Vorstrafen sehen, das ist cool. Das machen wir gleich bei ihm auch nochmal. Die PlayStation ist so ultra laut, wenn ich das Spiel wieder starte. Keine Vorstrafen, okay. Wer seid denn ihr zwei netten Herren? Gesichter nicht erkannt, ja, okay. Graham Jonah. Arbeitslos. Oh, man kann auch den Job sehen. Okay, alle arbeitslos wahrscheinlich wieder. Dempsey Edward, Administrator. Das sind so alle fast mein Jahrgang. Also nicht mein Jahrgang, sind alle ein bisschen älter als ich. Und Asiate. Nee, ist mein Jahrgang. Fast. Auslieferungsfahrer, zurzeit arbeitslos. Na super. Vorstrafen, häusliche Gewalt. Wow. Wer bist du, mein Freund? Ich weiß, du wirst nicht er sein. Ich denke mal, der nette Herr, der hier sitzt, wird er sein. Aber ich wollte es gerne wissen. Geschäftsinhaber. Das ist jetzt mein Jahrgang. So, jetzt wisst ihr auch, wie alt ich bin. Vorstrafen keine. So. Hallo. Bist du der, den wir suchen? Lieutenant Anderson Hank. Polizeilieutenant. Okay, dich suchen wir. Stell dich vor. Machen wir gleich. Wir suchen erstmal noch die Gegend ab. Wenn er es ist, dann suchen wir jetzt einfach nochmal die anderen ab. Einfach, weil wir es können. Gesicht nicht erkannt. Deiner Mensch. Wer bist du? McCray Samuel. Geboren 2012. Also ein eher jüngerer Hafeninhaber. Wie ihr seht, ja, alles nur Leute, die... Jobs haben, die etwas höher gestellt sind. Wahrscheinlich. Hi, ich bin Connor. Ich sehe heute gut aus. Nein, Connor ist super. So, was steht da? Ban Androids. Verbannt die Androiden. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Doch, wenn hier so viele auch Arbeitslose rumsitzen, kann ich da... Ach so. Employment? When will stop? Okay, man kann halt nicht so ganz lesen, was da steht. Das ist schade, aber... Wir können ja mal wieder rausgehen. Er macht das so realistisch. Das ist so schön irgendwie. Das finde ich so schön. So können wir hier nochmal lang gucken. Wer seid ihr denn? Hallo. Dennis Ward, Buchhalter, zurzeit arbeitslos. Wie viele Arbeitslose es hier gibt, ist es... strafbar. Ja, Betäubungsmittelverkäufer war er. Klar, und wenn man kein Geld hat, muss man sich halt irgendwie anders Geld besorgen. Und wieder ein Arbeitsloser, Chris Roberts. Hey, verschwinde hier. Ja, ist ja gut. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die 5. Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein Cyberlife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastik-Arschloch wie dir.
Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Bitte, hören Sie jetzt auf zu trinken und kommen Sie mit mir mit. Das würde uns beiden die Sache erleichtern. Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen, aber ich... Aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Bisschen Temperament. Ich glaube, wir können gehen. Scheiße! Kein Schimmer, warum ich dir keine knalle. Ihr Pflichtgefühl, Lieutenant. Und die Reparaturkosten, die sie tragen müssten. Zu ihrer Information, ich koste ein kleines Vermögen. Ist das gut? Einfach so richtig. Sie programmieren sogar Arschlöcher heutzutage. Oh Gott! Ich muss los. Die Pflicht ruft. Aber es hat wenigstens funktioniert. Alter, was für ein Temperament der Gute hat. Und dann so einfach so ganz dreist die Reparaturkosten. Das ist so gut einfach. Ist die Straße, wo Addis wohnt? Sieht so aus irgendwie. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Ich habe Anweisungen, Sie zum Tatort zu begleiten, Lieutenant. Hör zu, ich gebe einen Scheiß auf deine Anweisung. Ich hatte gesagt, warte hier. Also halt einfach die Klappe und warte hier. Gegensätzliche Befehle. Oh Gott, wir sind voll im Struggle. Gegensätzliche Befehle Priorität setzen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mit raus. Der wird uns so mögen einfach. Ich bestätige hier gar nichts. Der hasst uns bestimmt einfach mal gleich. Gegensätzliche Befehle. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, das ist so niedlich irgendwie. Connor, guck in die Kamera. Du bist niedlich. Du bist unheimlich lieblich. So. Wo ist denn der? Können wir uns jetzt vor den stellen oder einfach ganz provokant? Haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Hä? Welchen Teil von deinem Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Tank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen Nacht hat der Vermieter angerufen. Sein Mieter war mit den Zahlungen im Rückstand. Er dachte, er sieht mal nach, was los ist. Wir scannen erstmal die Umgebung und folgen ihm dann. Unauffällig. Und da fand er die Leiche. Oh, Himmel, dieser Gestank. War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Oh Gott. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte er auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen... Red Eyes. Über seinen Androiden. Nicht viel. Ach, das sind Drogen. Ich dachte, das ist Gift. Also nimmt der Vater von Addis auch Drogen. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Okay. Wir haben ja also eine Leiche. Die können wir auch gleich mal untersuchen. Wir gucken jetzt erstmal, was das hier ist. Analysieren. Mordwaffe anscheinend. Keine Fingerabdrücke. Android beteiligt. Okay, na, oder Handschuhe, das gibt es ja auch. Oh, Scheiße, was zur Hölle machst du da? Ich analysiere das Blut. Ich kann Proben in Echtzeit prüfen. Tut mir leid, ich hätte sie warnen sollen. Okay, nur nimm keine Beweise mehr in den Mund, verstanden? Verstanden.
verflucht. Ich glaube das alles nicht. Nimm keine Beweise mehr in den Mund. Getrocknetes Blut, über 19 Tage alt. Das heißt, er liegt hier wirklich schon eine ganze Weile. Und es ist sein Blut tatsächlich. So, können wir die Leiche vielleicht ein bisschen... Nimm keine Beweise mehr in den Mund. Das finde ich so gut. Connor ist so toll. Ja. Wir scannen die Umgebung. Haben wir hier irgendwas? Nein, haben wir nicht. Mit irgendjemandem reden können wir auch nicht. Perfekt. Viel zu sauber. Kein Mensch kann so schreiben. Ja, hier haben wir das getrocknete Blut. Chris, ist das da das Blut des Opfers? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Was haben wir denn hier? Sein Bett anscheinend. Es ist doch nicht das Haus, wo er das wohnt, aber es ist eine ähnliche Straße zumindest. Also war es wieder ein mittelschichtiges bis... Naja, Mittelschicht ist das nicht mehr. Das ist euer unterschichtiges Opfer. Also jetzt vom Finanziellen her, wenn man die Bude so sieht. Ich will eine komplette Analyse der Drogen. Come visit us. Oh, geht. So ein ekelhafter, spelunkten Typ. Wird erledigt, Lieutenant. Was haben wir da zum Anschauen? Getrocknetes Blut, über 19 Tage alt. Also wirklich überall hier in dem Haus Blut. Die Frage ist halt, was ist hier passiert? Was haben wir da hinten? Hier ist er wahrscheinlich raus, oder? Das kann ich mir vorstellen. Und es scheint auch ein eher nicht so beliebter Mensch gewesen zu sein. Ah, da fehlt das Messer. Beweisstücke überprüfen, 5 von 10, okay. Und, ja... Oh, wir haben wieder was zum Lesen. Gossip Weekly. Wir sehen gleich. Es scheint auch kein besonders beliebter Mensch gewesen zu sein, wenn erst 20 Tage danach gefunden wurde, dass er tot ist. Naja, gut. Offiziell, Sex mit Androiden ist besser. Oh mein Gott, die nehmen wirklich alles ein. Gott. Sorry, Ladies, aber es geht nichts über Plastik. Na klar, die machen halt, was du willst, ne? Die sehen geil aus, weil du sie selbst so gestalten kannst, wie du willst. Die machen das, was du sagst. Und dann machen sie es gut, weil sie sind programmiert. Es ist halt, die nehmen alles ein. Das Ergebnis unserer Umfrage macht es offiziell. 68% der Männer haben lieber Sex mit Androiden als mit einer echten Frau. 52% der Männer geben an, dass sie die Erfahrung mindestens einmal ausprobiert haben. Offenbar liegt eine Menge Androidenliebe in der Luft. Es wurden diverse Gründe angegeben, aber wir glauben, den wahren Grund zu kennen. Androiden wollen hinterher nicht über ihre Gefühle reden. Dieser Bericht wurde von Eden Club gesponsert. Diskretion ist unser zweiter Vorname. Spioniert ihr Android sie aus? CyberLife könnte mit Hilfe seiner Androiden private Informationen sammeln. Immer mehr Experten weisen darauf hin, dass CyberLife seine 120 Millionen Androiden nutzen könnte, um Details von Privatgesprächen seiner Kunden aufzuzeichnen und es an Handelspartner zu verkaufen. Haben Sie je beim Dimmer mit Ihrer Partnerin über ein neues Auto gesprochen? CyberLife könnte diese Informationen für gezielte Werbung nutzen. Doch hier enden die Möglichkeiten nicht. Von unüberlegten Aussagen bis hin zu politischer Zugehörigkeit kann alles gespeichert und für ruchlose Zwecke genutzt werden. Ist natürlich eine super Möglichkeit mit den Androiden, klar. Die Fülle an Berichten, die Warrens Präsidentschaft mit CyberLife verbindet, tragen zur allgemeinen Sorge bei. Mehrere Verbraucherschutzorganisationen fordern eine Offenlegung von CyberLife über die gesammelten Informationen und deren Verkauf. Doch das Unternehmen weigert sich. Forderungen nach einer offiziellen Untersuchung blieben unbeantwortet. Bisher. Okay, also es kann durchaus sein. Und die Androiden können es ja nicht mal sagen, wenn sie die Anweisung haben. Das nicht zu sagen. Das ist natürlich, oder wenn sie so programmiert sind, dass sie es einfach machen. Das ist natürlich halt enorm uncool für die Leute, die sich das kaufen. Und na, gerade die USA halt ausspionieren überall. Zeichen eines Kampfes, ja, durchaus. 6 von 10, untersuche das Opfer. Das wollte ich doch vorhin machen, warum ging das vorhin nicht? Wir gehen dann als allererstes mal zum Opfer. Ey, du Opfer. Ach nee, das ist hier nicht das Opfer, das ist das Badezimmer. Gibt es... Da können wir was öffnen. Oh Gott. Könnte der zu irgendeiner religiösen Kultsekte? Religiöse Opfergabe. Oh Gott.
Schatz. Würde halt irgendwie ins Klischee passen, ne? So, das Bad noch mit irgendwas voll. Nein. Ziemlich creepy, ja, das. Okay. Da haben wir noch ganz viel. Wieder getrocknetes Blut. Da wird es reingehen. Und da haben wir wieder diese Box. Da hinten liegt was. Keine Sorge. Hier will niemand länger bleiben als unbedingt notwendig. Das stimmt schon. Ein Baseballschläger. Fingerabdrücke, übereinstimmende Datenbank, Ortes Carlos. Diebstahl und schwere Kopfverletzung, deswegen vorbestraft. Also vielleicht hat es hier wirklich einen Kampf gegeben und er versucht sich mit dem Baseballschläger zu wehren. Heftiger Aufprall, Spuren von Tyrium. Das heißt, es war wirklich ein Android im Spiel. Frage ist, kann man Androiden dazu anweisen, dass sie jemanden töten? Das wäre ja eventuell möglich oder ein Ding der Möglichkeit. Der hat irgendwas geschlagen. Und dann... Ach so, der den Messer nahm. Okay. Und... Was haben wir hier? Abweicher wurde von angegriffen. Emotionaler Schock. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Moment, Moment, Moment. Wir haben hier... Die Nee, er schlägt auf den ein. Er nimmt sich vielleicht als aus Verteidigung ein Messer, was normale Androiden ja nicht tun würden. Sie würden es einfach hinnehmen, dass sie gerade verprügelt werden. Und er nimmt sich vielleicht aus Verteidigung ein Messer und sticht ihn dann vielleicht ab. Man weiß es nicht, ob das wieder so ein Android ist, der Gefühle entwickelt hat und hier Notwehr hatte. Ist aber durchaus vielleicht möglich. Gehst du... Oh, warum kommt mir denn hier immer jemand entgegen? Please. Danke. So, wir gucken jetzt mal die Leiche an. Vielleicht finden wir da noch irgendwelche Hinweise. Und jetzt ist die auch frei, da können wir das machen. Vorhin wollte da ja jeder ran. Oh, geht. Maden und so. Oh. Messerstiche. Ach, das sind Messerstiche, keine Maden. 28 Messerstiche von mehr als 19 Tagen verstorben. Oh Gott. 28, das heißt, es war wirklich... eine Tat aus Notwehr oder halt Hass. Vielleicht sein eigener Android, den er halt wirklich ein bisschen schlecht behandelt hat, dass der sich irgendwann gewehrt hat. Übereinstimmung und Datenbank. Fingerabdrücke, ja, okay. Verstorben. Um 23.30 Uhr vor 29 Tagen, okay. Wir rekonstruieren das. Opfer stürzte hier, also ist an seinen Bierflaschen irgendwie gestolpert. Opfer wurde erstochen. Sie kam aus der Küche, genau. Die kam halt Prügelei aus der Küche, wurden hier angestochen. Der Typ oder der Android oder wer auch immer ihn halt umgebracht hat, geht hinterher, sticht ihn ab. Er versucht zu fliehen, stürzt aber bei den Flaschen und wird dann hier mehrfach ermordet, also mehrfach gestochen und ermordet. Okay. Er hat Stichwunden. Ach, echt? 20 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Er stattet Lieutenant Anderson Bericht. Sind wir jetzt fertig? Nee, wir sind noch nicht fertig, ne? Wir haben 10 von 10 Beweisen gefunden, also alles scheinbar. Wir erstatten dem Gleichbericht. Ich wollte hier bloß mal... Es gibt hier keinen zweiten Stock, das ist nur ein Haus, ne? Okay. Da hinten ist aber noch was, das würde ich mir noch angucken. I am alive. Was heißt... Das heißt I am alive. Das ist ein Android gewesen, der... gesagt hat, ich bin am Leben. Ich lebe, ich fühle. Normale Buchstaben, Schriftart, Cyberlife Sense. I am alive.
mein Gott. Oh mein fucking Gott. Die aber auch so aggressiv sind. Klar, wenn die jahrelang schlecht behandelt werden und sich das merken können. I am alive. Okay. Ja, ich würde dir gerne einen Bericht erstatten. Hi. Lieutenant, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ach ja? Los, ich bin ganz ohr. Alles begann. In der Küche? In der Küche. Im Badezimmer. Hier gibt es eindeutige Kampfspuren. Die Frage ist nur, was genau hier passiert ist. Das Opfer griff den Androiden an. Mit dem Schläger. Mit dem Schläger. Das passt zu den Beweisen. Weitermachen. Was ist das mit dem Badezimmer? Fuck, es begann im Badezimmer. Oder er hat bestimmt... Er rutscht auf das Opfer ein, er war auf den Stuhl. Der Android stach auf das Opfer ein. Dann hat der Android also versucht, sich zu verteidigen, ja? Und was geschah dann? Das Opfer floh dann... ...ins Wohnzimmer. Er wollte dem Androiden entkommen. Ja. Das macht irgendwie Sinn. Der Android tötete das Opfer. Mit dem Messer. Okay. Deine Geschichte ist nicht völlig abwegig. Aber sie sagt uns nicht, wo der Android hin ist. Der Schläger beschädigte ihn. Und er verlor Tyrium. Er verlor was? Tyrium. Sie nennen es blaues Blut. Die Antriebsflüssigkeit für Android-Biokomponenten. Okay. Sie verflüchtigt sich nach ein paar Stunden und ist dann für das Auge unsichtbar. Aber ich wette, du kannst es noch sehen, oder? Korrekt. Suche nach blauem Blut schon. Mist, das Problem ist, ich glaube jetzt zu wissen, was das mit dem Bad sollte. Und da hätte ich mal früher drüber nachdenken sollen. Das Bad, heidnische Opfer, Dingens da, Sekte. Und ich glaube, der wollte den Androiden opfern an diesen Gott oder so. Weiß ich nicht, was, an was der glaubt. Er wollte den opfern, hat versucht, ihn deswegen umzubringen. Und daher ist dann der ganze Kampf entstanden. Und deswegen begann es im Badezimmer und nicht in der Küche. Das ist jetzt sehr ärgerlich, finde ich. Mist. Weil das Badezimmer ist ja auch... Hier, ne? Das war das Badezimmer. Der kam raus bestimmt, hat den mit dem Schläger angegriffen. Scheiße, das hätte mir vielleicht mal eher einfallen sollen. So, ich suche nach blauem Blut gleich. Ich wollte nur gucken, was... Ach, hier ist das Badezimmer. Nee, dann begann das definitiv im Badezimmer. Oh, hier haben wir blaues Blut. Ja, vielleicht wurde die halt wirklich hier angegriffen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann ist der halt hier raus... Das. Ach, öffnen. Na, da wird er ja noch nicht mehr drin sein. Also, bitte. Ich meine, da wird er nicht 20 Tage stehen und denken, joho, hallo. Nein. Leiter wurde benutzt. Okay, also vielleicht ist er hier raus. Oder hier hoch? Ist das ein Dachboden? Ja! Sehr schön. Das heißt, wir gehen auf den Dachboden. Findet etwas zum Klettern. I am alive. Oh, das finde ich so episch irgendwie auch ein bisschen. Es begann im Bad. Das hätte ich wissen müssen. So, kann ich hier irgendwas zum Klettern... Klettern benutzen? Vielleicht einen Stuhl. Nicht den Beweisstuhl, den hier. Den nehmen wir mit. Hey, was hast du mit dem Stuhl vor? Ich will etwas überprüfen. Oh, ist das süß, wie der hier mit dem Stuhl rumgeht. Ich will etwas überprüfen. Dann überprüf mal schön. Das ist... Ja, wie er ihn jetzt auch noch so wie so ein Hund. Dann mach mal fein. Das ist so knuffig.
Connor ist toll. Na komm, kletter hoch, mein Freund. Oh, ich finde Connor so toll. Durchsuche den Dachboden. Okay. Warum schleichen wir? Der wird ja wohl kaum noch hier... Wohl. Wo soll er sonst hin? Oh Gott. Alter, bin ich gerade erschrocken. Ich dachte, da steht er jetzt wirklich. Okay. Kann ich die Umgebung scannen? Da ist blaues Blut auf jeden Fall. War was. Ich schätze, er war da. Ach, Connor. Was für eine Gefahr begibst du dich nur? Ich hoffe, er stirbt jetzt nicht. Bei Connor habe ich da gesagt, besonders viel Angst. Sache, es war... Ich hab mich nur verteidigt. Er wollte mich umbringen. Ja, das war mir klar. Oh, Scheiße. Ich bitte dich. Verrat mich nicht. Connor, was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ach, Connor. Ach du Scheiße. Chris, Ben, schwingt sofort eure Ärsche hier ein. Connor, please. Na los! Connor, du bist ein richtiger Idiot. Du bist ein richtiger Idiot, das ist ganz ehrlich. Was soll das, Connor? Und es tut mir irgendwie voll leid. Stellt euch mal vor, ihr seid so ein Kerl und dann kommt jemand auf euch zu, ich bring dich jetzt um für eine Opfersekte. Und dann fängt er einfach an, auf euch einzuprügeln und ihr könnt aber nichts machen und ihr bringt ihn um und jetzt werdet ihr dafür noch bestraft. Oh, das tut mir so leid, mein Gott. Scheiße. Oh Gott, und ich hab nicht gesagt, dass es im Badezimmer anfing. Scheiße, das ist nervig. Hank ist angespannt. Wir sind immer noch gleichgültig. Und Software-Instabilität, keine Ahnung, was da los ist. Von der Bar. Jimmy, das ist ja die Bar betreten. Gesichtsscan an Kunden. Gesichtsscan an Lieutenant Anderson. Mit Lieutenant Anderson reden. Hank's Drink verschütten, ja, das hatte er verdient. Tatort. Fehlendes Messer analysiert. Alles analysiert, außer... dort irgendwas. Irgendwas habe ich am Tatort nicht gefunden. Ich habe sehr viel am Tatort nicht gefunden. Was wahrscheinlich dann dazu geführt hat, dass ich das mit dem Bart nicht hinbekommen habe. Aber Connor wusste, was passiert ist, im Groben zumindest. Androiden, Sex lesen, Schrank öffnen, Blutprobe nehmen. Alles genommen, Broschüre vom Dingens Club. Ja, das mit dem Badezimmer ärgert mich ein bisschen, dass ich dort nicht genau nachgeguckt habe. Da wäre bestimmt noch was gewesen. Obwohl, zu was führt denn dieser Weg? Weil es gibt Abweichler gefunden und wahrscheinlich Abweichler nicht gefunden. Wir konnten die Tat auch ungefähr rekonstruieren zumindest. Ach, dann wäre... Moment. Wenn wir das gemacht hätten hier... wären wir letztendlich hier gelandet, was letztendlich auch zum Scheitern der Tat geführt hätte. Was ist das? Wir haben es dann ihm berichtet und den Abweichler gefunden und es tut mir leid. Das tut mir richtig leid. Lieutenant Anderson berichten, ja, okay. Ach, man kann ihm auch nichts berichten, okay. Das ist mir neu. Aber wirklich, alle haben mir so fast alles gemacht. Aber nur 11% hat den Drink verschüttet. Ja, ich bin halt ein bisschen mutiger, ne? Nein. Was ist das hier für ein Weg? Ich habe wahrscheinlich wieder irgendwas übersehen. Ich muss mich genauer umsehen. Tatsächlich.
Ja, das tut mir so leid. Und wie er dann Connor angefleht hat. Oh, bitte verrat mich nicht. Und Connor so, ja, ist hier. Ist es halt das Problem, dass Connor noch keine Gefühle hat. Und ich hoffe, wir können Connor noch so ein bisschen zu den Gefühlen treiben, weil das war arschig. Und er hat sich ja nur verteidigt. Wenn ein Mensch das machen würde, wäre das ja richtig. Aber er hat einfach, er sollte sterben und dann hat er sich einfach verteidigt und dann wird er dafür noch bestraft. Und das tut mir so leid. Das ist grausam. Das ist truly grausam. So, damit ist auch Folge 3 geschafft. Und ja, Connor war diese Folge irgendwie das größte Arschloch im Spiel. Ich mag ihn trotzdem, aber das, ja, es tat mir irgendwie voll leid. Das Spiel ist so emotional eine Achterbahnfahrt, so von eigentlich nur tief. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich entscheide mich voll schlecht. Jetzt auch letzte Folge mit Marcus, wo ich dann einfach danach einfach so vollkommen zerstört war. Und ich kann euch versprechen, das Spiel zerstört mich in den nächsten Folgen noch viel mehr. Vor allem, was die emotionale Seite angeht. Ich bin die ganze Zeit einfach total aufgeregt, schockiert und keine Ahnung was. Es wird ganz grausam. Und ihr seht das Ganze auch in der Facecam. Und diese Folge ist mir tatsächlich passiert. Ich habe richtig über Connors Aktion gelacht, was ich eigentlich in einem Let's Play, ich habe noch nie in einem Let's Play so richtig lachen müssen. Aber das war einfach zu geil. Wie er dort einfach das Glas genommen hat und so, jetzt können wir ja gehen. Das fand ich so süß. Und ich habe mich auch wirklich erschrocken, als er den Vorhang weggezogen hat. Ich weiß nicht warum, aber das war irgendwie ein bisschen, ja, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Genau. Die Folge, das mit dem Abweichler, tat mir jetzt irgendwie total leid so am Ende. Was irgendwie Connor zu einem richtigen Arsch macht. Aber man darf aber nicht vergessen, dass eigentlich Connor kein Arsch ist, sondern nur keine Gefühle hat und damit Befehle ausführt. Und er muss es tun. Eigentlich kann er sich da nicht frei entscheiden, was er tut. Er muss es tun, habe ich so das Gefühl, weil er hat den Befehl, guck, was dort ist und wenn was ist, erstatte uns Bericht und er kann sich dagegen noch nicht wehren. Und ich hoffe, wir kriegen das hin, dass er sich dagegen wehren kann, weil, naja, das war ja wirklich unverbesserter Mensch mit diesem Androiden gemacht hat und das ist, auch wenn es ein Stück Plastik ist oder so, das macht man nicht. Das ist grausam. So einfach mal den halbtot prügeln, das war, naja. Gut, die Reaktion des Androiden war jetzt vielleicht auch nicht direkt richtig, so einfach mal ihn erstechen, aber er hat sich letztendlich nur verteidigt und das tat mir irgendwie dann so leid, dass wir ihn jetzt trotzdem der Polizei ausgeliefert haben. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht mit diesem Konflikt, ob der vielleicht sprechen wird, warum er das getan hat, ob wir ihn irgendwie zu einem Geständnis bringen können oder ob er da direkt umgebracht wird, wie der Android damals mit Connor, wo wir das kleine Mädchen gerettet haben. Und es wird halt auf jeden Fall noch sehr nervaufreibend für mich und für Connor und für alle anderen. Und nächste Folge, kann ich euch direkt wieder versprechen, geht's direkt wieder nervenaufreibend weiter. Es bringt mich hier wieder halb zu Weißblut. Dieses Spiel ist super gut. Aber auch wirklich jedes einzelne Kapitel ist spannend. Und tatsächlich mag ich alle drei der Charaktere. Es gibt keinen Charakter, wo ich sage, oh, den hätte ich jetzt lieber nicht so gern gespielt, wie es damals mit Heavy Rain und Scott Shelby der Fall ist. Gibt es nicht. Finde ich beeindruckend. Gut, das war's mit der Folge von Detroit Become Human und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann bis dahin, macht es gut. My name is Mark. This is our story.